Sinne mischen wir wieder die Karten. Wohlfühlkarten von Opus, Wohlfühlgedankenkarten von Opus. Und schauen uns mal an, was wir denn im April so für einen Gedanken haben. Hier, mehr Liebenswertes. Es kann nicht immer die Sonne scheinen, aber wir können auch im Regen tanzen. Das ist echt lustig. Den April, das ist doch der Monat, wo es sowieso so heiß hergeht. Ne? Der weiß ja nicht, was er will. April, der weiß nicht, was er will. Und vielleicht gucken wir da auch mal auf unser inneres Wetter. Wir haben ja auch nicht immer gute Laune. Ne? Also das heißt, vielleicht können wir unser inneres Wetter da mal wieder in die Betrachtung, in den Fokus, also so mal ein bisschen wieder reinrutschen. Mal gucken, so wie sind wir denn eigentlich so drauf? Ja? Und bei uns selber zu gucken, bevor wir irgendwie auf den anderen loszugehen, macht wirklich, wirklich Sinn, weil oft die Sachen in dir selbst liegen. Bevor du rausgehst, erstmal gucken, okay, was ist bei mir los? Warum ist das so? Warum finde ich den irgendwie doof? Und was ist an dem jetzt eigentlich so, dass mich das so wahnsinnig nervt? Und dann komme ich meistens drauf, dass ich Angst vor irgendetwas habe oder dass ich unsicher bin in irgendwas. Und wenn ich diesen Weg weitergehe und mein inneres Wetter zuerst so auf angenehm mache und dann auf die anderen zugehe, komme ich meistens viel, viel weiter. Genau, euer inneres Wetter. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei beim inneren Wetter, das einigermaßen auszugleichen, weil wir brauchen Regen und Sonnenschein. Das ist in der Natur auch so. Die Natur braucht auch Regen und Sonnenschein. Warum? Weil wir sonst nicht wachsen können. Ja, wenn immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, können wir nicht wachsen. Also in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Wachstumsphase im April und zeichnet oder malt was dazu, schneidet euch ein paar Bilder aus, überlegt euch, was ihr da machen wollt. Ja, viele Grüße, Heike Eva Maria. Bis bald.